Hey Chomba, in den Slums von Stray gibt es einen Musiker. Der hat ein Problem, denn er hat gar keine Songs drauf. Deshalb gehen wir für ihn auf die Suche, damit der Guter auch mal was zu spielen hat. Insgesamt lassen sich 8 Songs finden. Jeder Song ist natürlich in Form eines Notenblatts zu finden. Alle Notenblätter befinden sich innerhalb des Slums und ich zeige dir in diesem Video den Weg zu jedem Notenblatt. Wenn du alle Notenblätter einsammelst und die zu dem Musiker bringst, dann bekommst du den Erfolg Miaulodie. Weil hier nur die Wege gezeigt werden, verzichte ich auf weitere Kommentare. Nur noch dieser Tipp, schau dich immer auch an jeder Location um, denn oft findet man da noch Dinge, die man gebrauchen kann. Ich lasse das Video in Echtzeit laufen. Wenn dir das zu langsam oder zu schnell ist, kannst du das Video einfach über die YouTube-Einstellungen schneller oder langsamer ablaufen lassen. Das Video hat auch Kapitel, damit du direkt zu dem Blatt springen kannst, das dir vielleicht noch fehlt. Ich beginne nun mit Notenblatt Nummer 1 und gehe dann der Reihe nach. Zu Nummer 8 ist noch zu sagen, dass es sich hierbei um ein kleines Rätsel handelt. Wenn du das selbst erledigen willst, und das empfehle ich dir auf jeden Fall, dann stoppe das Video, bevor ich den Code eingebe. Wir legen los.